Dezember. Das hier ist der Joystick It. Lässt sich mittels des kleinen Saugnapfes ganz einfach auf den Touchscreen auftragen und dementsprechend auch leicht wieder entfernen. Für einen haptischen Joystick, gerade bei Spielen, die vielleicht hier mit Dual-Sticks arbeiten, sicher eine willkommene Lösung für viele Spieler. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Joystick It kostet hierzulande etwa einen Zehner. Für Spieler auf jeden Fall mal eine Überlegung wert.